Moin Leute, herzlich willkommen bei einem weiteren Part von Let's Play Total War Warhammer mit dem netten Imperium. Ja Leute, letzten Part sind wir dabei stehen geblieben, die nette Stadt Bechav belagert zu haben mit unserer netten Karl-Franz-Armee. Und wir haben endlich Schloss Drakenhof eingenommen mit einer sehr geilen Belagerung. Und ja, wir sind hier mit dem Ende unserer Runde angekommen. Unsere Armeen haben ein bisschen gelitten und ich würde sagen, wir können eigentlich die Runde damit beenden, dass wir mit der globalen Rekrutierung hier beginnen. Denn die Armee wird sowieso jetzt ein paar Runden brauchen, bis ich ja frisch hat. Hier 6 Runden, bis der Trupp wieder voll ist. Da kann ich auch ruhig eine Einheit rekrutieren, die 4 Runden dauert. Meine andere Armee ist noch auf dem Weg nach Schloss Tempelhof, um dort die Provinz zu stabilisieren. Und wir sehen, die Grünen heute rücken an. Oh ja, Leute, wir haben viele spannende Gegner. Letzte Aufnahmesession ist ein bisschen her, ich habe mir das alles nochmal genauer angeguckt. Wir haben das Chaos besiegt. Jetzt haben wir die Untoten besiegt und jetzt kommen die Ochse mit ihren unzähligen Wars. Was soll ich da noch tun? Es bleibt dann uns, das Reich der Menschen zu schützen. Und wir sind ein Schild, der die Reiche der Menschen... Warte, wie war nochmal der Spruch? Der Schild, der die Reiche der Menschen beschützt. Aus GOT. Naja. So kann man das... Oh nein, ich habe die Nordvölker ganz vergessen. Was? Ah, Stimme, warte. Eure nicht endenden oh. Siege ändern das Schicksal selbst. Die Welt geht, ob eurer unüberwindlichen... Habe ich jetzt die Kampagne in gewisser Weise gewonnen? Was? Politik? Was ist hier los? Aha. Ah ja, ich sehe es. Die Adelsleute wollen sich wieder das Gebiet ihrer Soldaten schnappen. Nein, ich habe den Soldaten ihre Ländereien versprochen wie Cäsar, dann halte ich mich auch dran. Nee, ich habe nur eine Zielvorgabe erfüllt. Ja, Rebellion ist, interessiert mich nicht. Was sind eigentlich meine genauen Siegvorgaben? Siegvorgaben. Sieg in kurzer Kampagne. Sorgt dafür, dass wirklich mit Tempus und Chaos kriege ich. Okay, habe ich ja geschafft. Nur noch den Punkt und den Punkt. Ich brauche das Nordland. Das Ostland. Komplett. Alles klar. Habe ich ja fast. Gut, hier Nordland, Ostland. Östliche Savanne, alles klar. Also ich wollte eine Fraktion Vampirfürste. Und das war's? Die einzige Supervorgabe, um eine große Kampagne zu gewinnen, also Sieg in langer Kampagne, ist, dass man die Vampirfürsten töten muss. Das war's? Oh, danke Creative Assembly, Alter. Die Idee, auf die Idee wäre ich nicht gekommen, das so, so ausführlich zu gestalten. Dann gehen wir in die Stadt. Da gibt es da schöne Aufstände. Ja, sagen wir mal so. Schwarzhafen ist die einzige Stadt, die sich nicht gut verteidigen kann. Gut, die Armee holt nach da ab. Die hungern sich doch jetzt aus, oder? Oh, shit. Oh ja, das geht gut. Hey, erstmal schnell Männer zurückholen. So, Schloss Drakenhof ist unter meiner Kontrolle. Ashton soll bald erobert sein. Warum kann ich das jetzt nicht? Aber wir sind schon bei... Ah ja, das war die Armee, die nur 4 Helebarden hatte. Ich erinnere mich. Ich muss schon sagen... Waldenhof, kannst du dich verteidigen? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich kein bisschen. Gut, wie sieht's hier aus? Auf Wiedersehen! Oh. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Ja, das Bannerstock ist zu gewesen, sehe ich gerade. Gut, nächste Runde machen wir den Chaos. Aber ich würde sagen... Wow, nur Zombies und so weiter. Aber die Garnison ist ja 10-mal stärker. Ne, Leute, wir hatten im letzten Part schon eine geile Belagerung. Alter, diese Noob-Armee mache ich jetzt nicht mehr meinem Karl Franz hier weg. Besetzt die Stadt. Perfekt, wir haben die Ressource. Schrein des Sigma. Können wir nicht machen. Sagen wir, dass wir es machen können. Kümmern wir uns gleich mit der Ordnung. Geld bauen wir auch direkt aus. Wir können jetzt einen Anlass machen. Wir gehen direkt wieder auf Geld, weil wir ja nichts anderes kennen, als Geld zu verdienen. Ist die Garnison hier stark? Nee, nicht ganz. Ach, erhöhen wir das Wachstum hier. Oh, immer diese Feindchen Agenten. Oh, hier ist schon Aufstand. Armee in der Nähe habe ich nicht. Hm. Machen wir hier die Baukosten runter. Weil hier ist auch nicht mehr viel zum Bauen. Ja gut, dann kannst du hier rüberlaufen.
Hier machst du schon die Baukosten runter, oder? Ne, machst du noch nicht. Dann kannst du ein bisschen laufen. Dann kümmern wir uns mal darum, dass hier die Baukosten reduziert werden. Gut. Können wir uns mal schnell mit den aufbauen noch von allem? Ja, ich denke, wir können jetzt mit dem verdienten Geld eine ganze Menge anstellen. Was wollt ihr bauen? Schreines Sigma hat ja gar keinen Sinn. Oh, ich weiß gar nicht, was ich hier bauen wollte. Auf Militär zu gehen ist nicht dumm, vor allem gegen die Chaoswirkheit. Ich weiß gar nicht mehr, was meine Pläne waren, was die Stadt angeht. Oh, nee, dann hätte ich mein ganzes Geld verballert. Ja, dann nicht. Aber warte, die Waffe, man kann die Schmiede zu einer Waffenkammer ausbauen. Das lohnt sich immer. Alter, sind das alles Streitwagen? Boah. Du kranker Bastard, was machst du da? Wie ich einfach bei Kampagnendingen so gar nichts habe. Bei meinem netten Kai Frenzchen. Aber Leute, wir müssen Kai Frenzchen noch stärker machen. Tun wir das. Wie lange bist du hier gefangen? 3 Runden? Warte, mehr 4 Runden. Die eine braucht noch ein bisschen. Ich glaube, mehr können wir jetzt erstmal nicht machen. Wir könnten mit der Armee oben gehen, aber dann kommt diese Armee. Ne, die kann mich gar nicht erreichen. Ja gut. Dann habe ich gehört, dass ich diese Stadt erobere. Nice! Nicht einen Mann verloren, so gehört sich das. Oh, das Kavallerie-Gebäude in der Kleinstadt, ey, typisch KI. Gut, eine Ressource, die auch noch öffentliche Ordnung bringt. Warum denn nicht? Geben wir dir mal Sigmas Schutz. Du solltest... Ah, das schaffst du nicht ganz, dann gehst du nur noch fest zum Oberstier. Du musst ganz schnell rüber nach Averheim. Ich weiß nicht, wie lange die Garnison das hier durchhält. Und wann endlich mal diese dumme Vampir-Korruption weggeht. Verlieren die jetzt schon mal die dummen Vampire? Warte, sollte hier unten stehen. Ja, der sollte Verschleiß haben. Hat er auch. Gut so. Na gut, da läuft nur eine Menschenarmee lang. Ist klar, dass die in diesem Gebiet noch Verschleiß hat. Ja, es läuft gut. Also ich muss hier die beiden Städte noch wieder aufbauen und hier beim Nordland die beiden Städte. Da müsste ich die Vampirfürsten noch töten. Und dann war's das, oder? Ja, Vampirfürsten töten, die 4 Städte da oben aufbauen, Kampagne gewonnen. Wow. Gut, sofort wieder auf Geld. Ich brauche keine dumme Reduktion der Korruption. Naja, brauche ich nicht. Oh, ich bin ein Vorbild. Ich bin ein Vorbild, wusstet ihr das? Oh, ein Vorbild für die Menschheit. Ich sehe, die Zwerge schlagen die Orks wieder zurück, seitdem ich die Vampirfürsten weggemacht habe. Die haben jetzt keine Probleme mehr, was mit dem Krieg im Norden angeht. Na gut, das war's für die Vampirfürsten. Ihre letzten Versuche, da noch zu überleben, werden jetzt wohl scheitern. Die haben jetzt keine Stadt mehr, das heißt, sie sollten eigentlich Verschleiß erleiden. Tun sie das gerade? Ja, das tun sie. Haha! Da bringt ja auch nichts, in deinem Vampirgelände zu stehen. Hier wird alles wieder frisch gemacht. Wiesen und Felder werden dort wieder sein. Und die Menschen werden sich erquicken an dem Land, was sie von mir erhalten haben. Ja. Boah, diese Nordvölker. Kann ich die Städte von denen eigentlich erobern? Ich weiß es gar nicht. Ah! Was macht er da? Karl Frenzchen, du musst da hin. Ha, gescheitert. Gut so, gescheitert. Ja, scheiß auf die Rebellionen. Ah. Na gut, du rekrutierst noch. Du kannst dich gar nicht richtig bewegen. Ich denke mal... Ich will nochmal gucken, wo jetzt über Rebellionen waren. Den zwei können wir wegmachen. Tala Wegland. Oh, hier! Die Korruption ist noch sehr präsent gewesen. Ja, die... Und die da oben. So, darum kümmern wir uns mal direkt. Auf Wiedersehen. Und zurück zur Stadt. Na, scheiß auf die Rekrutierung. Heinrich Kemmler ist hier mit tot. Hey! Er lebt ja doch noch. Das ist ja ein Superheld. Der stirbt ja erst mit der Nation. Boah, jetzt muss ich wieder 4 Runden halten. Lasst ihn doch mal hier in Ruhe. Der Kampagnenreichweite schadet echt nicht für dich. Ich würde sagen, hier kümmern wir jetzt nochmal ein bisschen Geld.
Ganz viel Geld, würde ich sagen. Du schnappst dir die Armee. Zack. Den bekommst du jetzt nicht mehr. Schnell hier rein. Damit ist die Stadt auch geschützt. Waldenhof wäre nicht geschützt, aber kommt er eh nicht dran. Doch, kommt er dran. Das wird eine spannende Schlacht. Die Armee ist stark. Aber kümmern wir uns erstmal um die Kleine hier. Die erreichen wir gerade gut. Dann haben wir jetzt nur noch eine Rebellion. Ne, zwei sogar. Vampirfürsten Armeen zu jagen zählt nicht als Rebellion vernichtet. Leider. Sagen wir mal, verhaltet die Linie. Das ist eine nette Fähigkeit. Gut, hier oben haben wir noch die Rebellion. Und da oben haben wir die Belagerung. Du endest im Verschleißgebiet, wenn du da langläufst. Dann lauf doch nicht durch Verschleißgebiet, sondern ein Gebiet, wo du Männer dazu bekommst. So, Becherhafen sorgt noch dafür, dass es keinen Sohn bekommt. Hier wird noch weiter ausgebaut. Öffentliche Ordnung hier ist aber mittlerweile stabil. Und sieht's gut aus, du hast ein... Oh, warum hast du minus 3? Ich dachte, da wäre noch minus 1. Das gefällt mir nicht. Geh ich momentan jetzt. Ah ja, die Politik. Diese dummen Adelsleute machen meine öffentliche Ordnung kaputt. Was soll ich dagegen tun? Wie sieht's hier unten aus? In Wiesenland. Sehr stabil, sogar sehr gut. Grenzstadt Averheim, ja gut, das hat momentan die Rebellion. Bauen wir mal unsere Stadt so aus, dass es weggeht. Das westliche Silvana muss ausgebaut werden. Festung Oberstier ist einfach zu halten dank des Garnisonsgebäudes, das wird aber bald abgerissen. Das sieht sehr gut aus für uns. Kurz gucken wir uns demnächst mal den Krieg erklären könnten. Mit wem haben wir Krieg? Ja, mit den beiden Nordvölkern, Vampirfürsten, Grünhäute. Kislev könnten wir handeln. Na gut, mit den anderen nicht. Ja gut, wenn die jetzt keine Städte mehr haben, ist klar, dass die keinen Frieden mit uns wollen. Die Nordvölker auch nicht, ne? Nee. Aber die könnten nächste Runde schon die Stadt richtig angreifen. Fassen wir mal hier die Einheiten zusammen. Wir haben hier das Garnisonsgebäude. Oh nein, das ist beschädigt. Oh nein, nein, nein. Wir hätten einfach weiterhin diese netten Rebellen uns belagern lassen sollen. Dann hätte jetzt einfach diese Nutte Wagarmee die Rebellen getötet, wäre dann geschwächt worden und hätte uns dann belagert. Das heißt, wir wären nicht geschwächt worden und dafür wären die Vaga geschwächt worden. Eine Win-Win-Situation. Ah, Hüter der Relikte. Was heißt das jetzt? Das würde ich gerne wissen. Ach nö, was machst du denn da? Du weißt gerade schon, dass das keinen Sinn macht. Passive Fähigkeit Greifenbanner. Ah, das macht Moral runter. Dann solltest du die Normalkavallerie bekommen. Die Greifen machen eh schon Moral weg. So. 7 Männer verloren. Guter Angriff. Das war sogar Manfred von Karstein. Ja, das war's wohl, ne? Das war die letzte Armee, die er hatte, wenn ich mich nicht täusche. Es tut mir so leid. Oh, okay, das war es jetzt endgültig. Oder nee, warte, Manfred von Karstein hat gerade bei Essen angegriffen. Nicht bei Schloss Drakenhof. Bei Schloss Drakenhof stand gerade irgendwas anderes. Vermutlich eine Rebellion. Ach, aber warum zoomen wir so weit rein? Das wirkt dann irgendwie so kraxelig. Also so FPS-schwankelig. Ich weiß nicht. Ist für mich ja nicht mehr die schönste Animation. Nein! Was? Ein Tribut? Zornige Götter. Nee, machen wir den Tribut. Wir brauchen öffentliche Ordnung. Ja, ist gut. So, wieder Rebellion. Bei Wortbad. Ja, da brauchen wir auf jeden Fall einen Schrein des Sigma. Da können wir uns hier mal um die öffentliche Ordnung. Und östliche Silvana. Achso, ja. Das war die Rebellion, die gerade zerschlagen wurde. Was bringt das nochmal? Fertige Agenten werden besser getötet. Wie wär's, wenn du da hinten hingehst? Ach, die Erfolgswahrscheinlichkeit geht da runter, so wollte ich das sagen. Warum kann ich das nicht ausbauen? Oh, wir haben kein Geld. Habe ich alles ausgegeben in den letzten Runden. Ich fieser Junge.
Wir sind schon in Gewaltmarsch. Kannst auch nochmal dahin gehen. Die Armee ist vielleicht wirklich stark genug, um die Stadt anzugreifen, aber die müssen eine Runde belagern, da es Untote sind. Geh auf die andere Seite. Ich hoffe, du kannst nächste Runde wirklich angreifen, wenn ich das gerade richtig sehe. Sonst enttäuscht du mich ein bisschen. Lass meinen Magier in Ruhe. Er will doch nur die Baukosten hier reduzieren. Wie ist jetzt ein... Warte, wir können ja mal nachgucken, wie es mit der Vampir-Korruption aussieht. Also Chaos-Korruption ist unter den Chaos-Völkern, obwohl die schon für 80% relativ gering ist in einem Gebiet. Vampir-Korruption. Ja, die hat sich immer noch gut ausgebreitet. Hier im Osten ist das... Oh, das ist noch richtig groß. Finde der Magie, oh. Würden wir mehr mit Zauberern arbeiten, würde das wichtig sein. Oh, gut, das ist eine sehr gute Beschreibung der öffentlichen Ordnung. Sehr, sehr gute Beschreibung. Wohlstand? Marienburg einfach mal. Mit Abstand die reichste Stadt. Naja. Das wird noch. Wir haben hier ein paar nette Sachen zu verteilen. Wo bist du nochmal? Also, das ist, du bist eine... Der netten Priester. Gut, dann kriegst du das. Ich glaube, dann war es das mit der Runde. Boah, das kann nicht sein, dass wir diesen Part hier nur am Rebellenjagen sind. Ja gut, wir haben auch Städte erobert. So ist es nicht. Und die letzten Vampirfürstenarmeen besiegt. Ah, die Ochse? Das sind Ochse. Was machen die da oben in meinem Gebiet? Oh, komm, belager mal. Ach, den hätte ich töten sollen. Nein. Manfred? Ist das gerade dein Ernst? Ich habe nicht einen Mann verloren. Und er überlebt einfach mal. Er überlebt einfach mal. Den muss ich gleich angreifen, damit er stirbt. Ja, Agenten, greift diese Rebellen an. Macht's fertig. Oh, das war Manfred von Karstein. Was, der Sieg über den Vampirfürsten gehört nicht mehr mir, sondern Estalia? Sie haben meinen Ruhm geklaut. Verbrennt sie. Was machen die Skellinger da eigentlich? Die Vaga greifen an, aber... Die machen alle... Also das ist jetzt der erste Kampf, seitdem die Chaos-Kriege vernichtet sind. Gut so. Ja, vernichtet. Weiß ich jetzt, Sylvana will nochmal rebellieren. Boah, ich muss nochmal Anhänger verteilen. Die stellen mir wieder, wie die fliegen. Gut. Boah, ich krieg mittlerweile richtig Kohle, sehe ich gerade. Stell dich direkt mal neben die Armee. Ja, der kämpft nämlich da mit. Dankeschön. Ja, hier haben wir minus 5, hier haben wir plus 14. Aber die Militärpräsenz stellt 6 da und militärisches Vorgehen noch 7. Oh, die hungert sich hier zu Tode dank Schnee und Totengebiet. Für die Garnison in Schloss-Drakenhof gefällt mir nicht dafür, dass es ein Randgebiet ist. Wir fast schon eine Überlegung, dass hier, wenn man es ausbaut, ja, ein Garnisonsgebäude zu geben. Da das nicht auf Militär gehen wird, sind die ersten 4 Gebäude egal. Da könnte man nur Wachstum machen, bringt nicht viel, wenn nachher alles ausgebaut ist. Jo. Klatschen wir das Garnisonsgebäude da rein. Du hältst aber hier noch die Stellung für 2 Runden. Angriff. Hör mal, haut ab. Macht euch bereit zum Kampf. Aha. Wem geben wir denn die genetische Geschwindigkeit? Ich würde sagen, den Helebaden. Da geben wir dir das. So, und ich würde sagen, dieses Gefecht machen wir selber. Nettes kurz. Ich will wissen, wie stark diese Streitwagen sind. Ich habe die ganz schlimm in Erinnerung. Ah, ich habe jetzt ein Luminarium des Fisch dabei. Das wollte ich eigentlich mal Balthasar Geld geben. Oh ja, der ist ja wieder gesund. Habe ich ja ganz vergessen. Balthasar Geld muss wieder in der Armee anführen. Ich suche mir gleich den schlechtesten General raus und der wird ausgetauscht.
Oh, meine Verstärkungsarmee kommt von da, wo man sie erwarten würde und nicht am Arsch der Welt oder hinter dem Gegner. Creative Assembly. Wie kamt ihr denn auf die Idee? Ist ja fast schon frech. Wie könnt ihr denn nur sowas machen? Wollen wir hoffen, ich kann das Teil richtig einsetzen. Boah, wie viele Fähigkeiten der Junge einfach hatte. Der kann nicht mal zaubern. Demigriff Knights. Geh mal Ausgangschaften, die haben eh nur... Also die haben ja keine Fernkämpfer, deswegen kann man das gut machen. Und nein, dumme Axtwerfer auf Pferden sind keine Fernkämpfer. Die haben sogar eine miserable Reichweite. Also Chaos-Barbarenreiter, hier sind sie ja, diese Axtwerfer. Was, die werfen doch Speere? Ich dachte, die werfen Äxte. Gab es da nicht irgendeiner, die Äxte wirft bei denen? Hier, doch, Wurfäxte. Hier waren sie ja. Dummer Barbaren. Hier ist der Anführer. Begrüßen wir den nochmal mit einem netten Feuerball auf seine netten Kavalleristen daneben. Bam. Wäre ich jetzt, sagen wir mal, eine Armee, die Tota unterlegen, wir könnten jetzt einfach durchgehend den Feuerball spammen und das würde niemanden interessieren. Komm hier rüber. Wir warten noch eben auf dich. Wenn er mir die Möglichkeit gibt, mich noch genauer zu formieren, dann ist das nicht mein Problem. Du hast ja einen Greifen, wenn ich mich nicht täusche. Wow. Die stellen sich noch anders auf, okay. Ich werde dafür, ich mache mal die Streitwagen hier kaputt. Stirb! Wartet. Boah, wie er sich hier in einer Linie aufstellt. Das sieht man auf der Minikarte richtig gut. Blattwerk ausschalten. Filmmodus. Nice. Direkt nochmal. Diesmal wieder auf die Kavallerie. Tötet aber eh nicht viel. Zwei Kavalleristen. Oh, oh, der hat ja gar keinen Greifen. Upsi. Dann geh du mal hier mit zu den netten Grimsegarde Knights. Sind die nicht umbenannt? Ne, nur einer ist umbenannt. Kommt und stellt euch auf, meine Artilleristen. Was sind da noch übrig? Hey, warum steht ihr so komisch? Wir sortieren. Demigriff Knights. Versteckt euch hier im Wald. Ich denke, du kannst ja mal wieder ein Feuerball machen. Wie die einfach nichts dagegen tun. Boah, diese Bewaffnung von dem Jungen. Das die Fähigkeiten hier. Friss das. Ich schreie dich an. Was kannst du nochmal genau? Niedrige Feuerrate mag ich auch. So dann Strahl der Erleuchtung. Ah, Fluch der Winde. Also er macht so einen Wirbelsturm neben dem, um gegnerische Nahkämpfer abzuwehren. Aha. Seid ihr jetzt alle in Position? Ja, sieht fast so aus. Wollen wir den Kampf suchen? Machen wir mal auf dich. Gehen wir zurück zu deiner Armee. Es ist mir zu blöd langsam mit den Feuerbällen. Artillerie schießt, dann brauchen wir uns über mehr nicht mehr Gedanken zu machen. Hey! Was habt ihr? Denkt ihr eigentlich, wer ihr seid mit euren dummen Wurfäxten und Wurfspeeren? Macht ihr beides gleichzeitig auf mich? Lauf! Die rennen einfach durch! Yo! Yo! Was ist das denn? Jagt diese dummen Barbaren. Was
So, jeder Trupp wird jetzt gejagt. Ah, die rennen einfach durch diese Streitwagen. Was ist das? Was ist das? Alter, Creative Assembly, bitte. Langsam macht es mir echt keinen Bock mehr, dich zu verteidigen vor meinen Abos, die dieses Spiel nicht mehr sehen wollen. Weiterlaufen. Sowas kann ich mir langsam echt... Ey, was? Was? Ihr hattet Angriffsbefehle. Yo, die stellen sich einfach nur dahin. Einmal guten Morgen sagen, oder wie? Angriff. Ja, sicherlich, Alter. Stellt euch euren Kampf. Alter, hallo, ich habe Helebarden. Warum funktioniert das nicht gegen die Streitwagen? Warum sind Helebarden unnütz? Feuchten Dreck bringt der Scheiß, den ich hier mache. Schieß auf den Helden. Gut, jagt halt bis zum Rand der Karte. Wie sieht's hier aus? Warte. Ey, sag bloß, wie ja. Oh Gott, Alter. Wo ist meine Reichsgarde? Da ist der andere Trupp. Wo ist der letzte? Das ist echt ein Gefecht. Das kann man sich sparen. Neu formieren. Also, da sind Streitwagen durch Helebarden durchgefahren. Was ist denn hier falsch? Ich dachte, das geht nicht. Also, in WoW ist das ein, sterben die Streitwagen in dem Moment, wo sie pieken, chargen. Ich dachte, hier würden wenigstens mal ein paar Streitwagen sterben von der Scheiße. Hilft dir mal. Aber hier passiert ja mal gar nichts. Bist du gerade im Kampf? Nein, du stehst einfach nur drum rum. Jag die Einheit da. Ach du Scheiße. Bitte rette diesen Trupp. Rette ihn. Was? War das für ein geiler Schuss von meiner Artillerie? Angriff. Angriff! Gegen was kämpft ihr? Ja, vernichte diesen Streitwagen. Jag sie. Gewonnen. Boah, direkt beenden diese Scheiße hier. Bah, ich verstehe das nicht. Warum sind die Streitwagen nicht gestorben? Das verstehe ich jetzt echt nicht. Das ist mir schleierhaft. Oh nein. Weg mit dir, du regst mich auf. Also ich versuche echt euren Wünschen nachzugehen, mehr Gefechte zu machen, aber manchmal ist das ja echt ein bisschen behindert. Gut, die Garnisonsarmee kämpft noch mit, dankeschön. Was ist auch mit der Rebellion? Bauen wir mal das Gold weiter aus. Wäre fast schon dafür, der Boss direkt Bock von Rauken wieder auf. Das gucken wir jetzt erstmal. Hier wird die Garnison schön hoch, hier geht sie hoch. Das kann man doch hier schon nachgucken bei einer Übersicht. Hier geht's runter im westlichen Sylvania. Ja, und da gibt es noch eine Provinz, da bleibt sie stehen in Talabekland. Ich glaube, da musst du hin. Noch ein Level ab direkt. Machen wir mal blanker Stahl, das verbessert dich schön. Bevölkerungsüberschuss. Stirland. Achso, erst ab dem 4. können wir den einsetzen. Hier haben wir auch noch eine Rebellion. Um die kannst du dich nächste Runde kümmern.
Hier können wir Wachstum gebrauchen. Manchmal direkt mal verringerte Baukosten. Also Geld kriegen wir gut, müssen aber trotzdem alles jede Runde ausgeben. So ist das normal. Bechhafen hat langsam wieder eine Garnison. Freut mich zu hören. Jetzt müssen wir nur noch diese paar Städte aufbauen und dann, wow, dann ist die Kampagne vorbei. Kaum zu glauben. Kaum zu glauben. Das sind meine Kapitelziele. 100 Einheiten. Ja, habe ich fast. 3 Gebäude. Annektiertes Kiesef. Aha. Echt Rang 20 mit 3 Herzog-Charakteren. Echt Rang 20 mit 3 Helden. Yo. Erforscht 30 Technologien. Sind ja fast schon alle hier. Oh, wir haben ja schon über 30 Minuten. Oh, wir müssen ja eine Party beenden. Oh. Lass uns eben die Computer ziehen, dann habt ihr leider auch einen Part bekommen. Oh nein. Ja, ist ja schon wieder vorbei. Hey, was machen die Orks da? Ich check es nicht mehr. Ich check hier gar nichts mehr. Hauptsache Creative Assembly, alle drei Minuten sagen Creative Assembly ist scheiße und dann passt das schon. Nein, Spaß. Wird jetzt der Zorn Creative Assemblies über mich kommen? Aber es macht Spaß, sich über die aufzuregen, wenn sie mal wieder was verkackt haben bei ihren Spielen. Das macht Spaß. So. Sie sind belagert. Oh, ich muss das mit den Anhängern machen. Gut. Ich würde natürlich sagen, das soll es mit diesem Part mal wieder gewesen sein. Wir werden im nächsten Part noch ein paar Ausstände wieder machen. Und in Nordland und natürlich im Ostland die Städte wieder aufbauen, damit wir endlich die Kampagnen-Herausforderungen schaffen. Und ich würde sagen, wir müssen ja noch was machen, denn wir reduzieren die Nachladezeit von so einer netten Artillerie. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Part von Let's Play Das Imperium. Ciao, Leute.